The minute it was there, then 1 minute it was not. I'm like, oh my god, it's like Schrodinger's cat. The cop's like, what? I'm like, imagine that. Okay, maybe I think I might be getting off track in a song about quantum physics and cats. My point is that a deterministic vision might limit your view and be a prison, while the probability that this verse is too long is 100%. So let's finish this song. I've never seen a cat like that. Schrodinger, I'm sorry, but you might get slapped. Well, you won't get slapped at the very same time. Why can't you make up your mind? Micro to macro, classical to quantum. What's superpositions? I think we have a problem. When we check on the cat, is he alive or dead? You say both, but now you're messing with my head. I've never seen a cat like that. Schrodinger, I'm sorry, but you might get slapped. Well, you won't get slapped at the very same time. Why can't you make up your mind? Micro to macro, classical to quantum. What's superpositions? I think we have a problem. When we check on the cat, is he alive or dead? You say both, but now you're messing with my head. Mikrofon ist an. Wow, yes! Servus und hallo, ich bin's der Mondi, ihr seid bei Brettspiel Live. Oh, und wie immer, jetzt geht's los. Heute mal ein ganz besonderer Tag. Zum einen, ich habe gerade geschaut, wie ich meinen YouTube-Stream angemacht habe. Ich bin offensichtlich nicht der Einzige, der live streamt. Scheint große Mode zu kommen. Also, Gruß an alle Mitstreamer, die heute auch noch unterwegs sind. Ja, so ist es halt. Macht echt Spaß. Ja, was machen wir heute? Mercado de Lisboa, ihr seht es hier als Cover, als Bild, wurde heute um, ich glaube, 17 Uhr gelauncht auf Kickstarter und nach, ich denke, es waren 31 oder 32 Minuten, hat sich das Ding auch schon erledigt gehabt und war zu 100% finanziert. Ja, kein Wunder, wir haben es ja auf dem Kanal schon mal gespielt, ist ein geiles Teil, auch wenn der Name Vital Lacerda, ja, es anders vermuten lässt, handelt es sich diesmal nicht um einen schweren Expertenbrocken, sondern eher um einen, ja, ich würde sagen, Filler im Kennerbereich. Familie, aber Kennerbereich auf jeden Fall. Ja, Vital Lacerda hat es natürlich nicht alleine gemacht. Im Gegenteil, der Julian Pombo, vor allem auch bekannt durch seine Mitarbeit zum Beispiel bei Lisboa, dort hat er den Solo-Modus gestrickt, ist hier auch mitverantwortlich für dieses richtig gut gelungene Spiel. Deswegen werden wir uns heute zum einen den Kickstarter anschauen, für die, die sich bei Kickstarter nicht auskennen und ein bisschen Berührungsängste haben. Gehen wir da mal durch und ich erkläre euch ein bisschen was. Zum anderen wird es natürlich mit den Jungs einen Multiplayer geben. Das heißt, mit dabei ist der Matthias, der Thomas und der Björn. Die hole ich dann gleich mit her. Und zum Abschluss, da das für mich zumindest ein besonderes Schmankerl dann ist, Mercado de Lisboa ist mittlerweile mit Solo-Modus ausgestattet. Das ist eine Solo-Kampagne und da werde ich versuchen, die erste Kampagne für euch oder mit euch zu spielen. Ja, volles Programm heute, deswegen würde ich sagen, so, legen wir mal los und ich hole erstmal die Jungs mit rein. So, mal kurz umswitchen zum Chat. Oh, der Jens, grüßen, Lars, Salve, Achim, grüß euch. Wie jetzt, Achim? Bist du jetzt ein Flachland-Tiroler geworden oder wie? Ist super. Björn und der Sebastian. Ja, sehr schön. Okay, dann muss ich jetzt erstmal meine Mickey Maus aufsetzen und hole mal die Jungs mit ran. Oh, ich habe mich hier eingebaut, sehe ich gerade. So rum. So, Mickey Maus ist drauf. So, jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Ich muss den Discord natürlich auch erst einschalten hier unten, dass ihr die Jungs hört. Das passt. Und dann werden wir sie mal reinholen. Grüß dich, Björn. Hallo. Guten Abend. So, dann haben wir den okay, Matthias. Hallöchen. Oh, im Satz abgebrochen. Hallo. Sorry. Ja. Und Thomas, grüß dich. Hallo, servus. So, jawohl. Da wären wir. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Mensch. Ich habe ja heute richtig viel Konkurrenz. Das ist ja jeder live heute. Was ist denn da los? Ja, vor nicht allzu langer Zeit war ich der Einzige quasi, der live gestreamt hat. Mittlerweile
wird es wohl ja zur Regel, dass andere das auch machen. Einwandfrei. Also, was wollen wir uns denn anschauen? Fangen wir mal an mit dem Kickstarter. Da dürfte erstmal dabei sein. Wir gucken uns die Kickstarter-Seite an, quatschen ein bisschen drüber und gehen dann zum Multiplayer. So, ich habe umgeschalten. Jawohl, das passt alles. Dann gehen wir wieder rüber zum Chat. Achim, Solo-Kampagne? Ja, Solo-Kampagne, so schaut es aus. Ich glaube, es sind aktuell 9 Kapitel. Bin mir mal nicht ganz sicher. Ja, da haben wir das gute Stück. Mercado de Lisboa, der Kickstarter. Aktuell 47.000 von 21.000 erreicht. Also schon weit drüber. 1.008 und es geht immer noch weiter. Wie ich 1.808 sagen wollte, kam der 809. dazu. Wunderbar. Das Ding läuft 14 Tage. Das Spiel habt ihr auf dem Kanal schon gesehen. Ihr werdet es auch gleich nochmal sehen. Julien Pombo, Vital Lacerda und die Optik, das Design von Pedro Soto. Ich hoffe, ich habe alle richtig ausgesprochen. Wenn nicht, sorry dafür. Ja, fangen wir mal an. Der Preis: 34 Dollar fürs Basisspiel. Wobei Basisspiel ist hier blöd gesagt. Es gibt ja nur diese eine Version, diesen einen Pledge. Ich finde es einen guten Preis. 34 Dollar sind, ich glaube, so ungefähr 27, 28 Euro für ein Eagle-Griffon-Game mit dem Namen Vital Lacerda drauf. Respekt. Da hatte ich mehr befürchtet, bin ich mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. So, wir sehen, es ist dabei eine kleine Mini-Expansion zu Lisboa. Ja, da kann man jetzt sagen, okay, nutzt mir nichts, ich habe Lisboa nicht. Ich persönlich freue mich, ich habe Lisboa, ich habe die Erweiterung noch nicht, deswegen geil. aber vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Anreiz für alle diejenigen, die bisher ein bisschen zurückgeschreckt sind vor so einem mächtigen Lacerda. Wenn ihr mal seht, wie einfach doch Mercado de Lisboa zu spielen geht, vielleicht traut ihr euch ja an den großen Bruder Lisboa ran. Wäre eine Möglichkeit. 1 bis 4 Spieler, 30 bis 45 Minuten Spieldauer. Jo, das können wir, glaube ich, so unterschreiben, oder? Alter ab 8. Auch okay. Es wird verschiedene Versionen geben. Also sprachliche Versionen. Natürlich auch eine deutsche, die von Skellig übernommen wird. Ja, How to Play. Alles, was wir sonst auch so ein bisschen dabei haben. Earn Coins. Ja, werdet ihr nachher im Let's Play auch noch mal kurz gesagt bekommen, denn das Spiel wirkt ja damit in 5 Minuten erklärt, in 30 Minuten gespielt. Werden wir nachher mal schauen, ob ich das wirklich in 5 Minuten erklären kann. Mal sehen. Ja, wieder hochwertige Komponenten. Es ist sogar ein Insert dabei, ein Inlay. Ja, also für den Preis 27, 28 Euro mit Inlay sogar, habe ich echt begeistert. Englisches, Französisches, Deutsches und Japanisches Rulebook gibt es jetzt schon. Wird aber auch eine komplette Version in den entsprechenden Ländern geben. Ja, so sieht es aus. Da haben wir die Erweiterung zu Lisboa, die eine Karte auswechselt. Diverse Places und Reviews, beziehungsweise Previews. Aber viel wichtiger. Wollen wir noch gucken, was wird es denn als Versand kosten? Die verschiedenen Versionen haben wir hier unten noch. Stretch Goals. Es wird, wenn ich mich richtig erinnere, keine geben. Das Spiel ist finished, also komplett so wie es ist. Ist aber auch nicht schlimm. Ich finde, ja, muss nicht sein. Nö, Ne? da fehlt nichts. Ich sehe gerade die drei Herren als Bilder, den Julien Pombo, Vital Lacerda, mit den beiden habe ich schon gespielt, echt geil gewesen. Und der Pedro Soto haben alle so wegen 3 Tage Bart oder mehr. Ich passe mich denen heute an. Ich habe ihn extra mal stehen lassen. Ja, musste sein. Natürlich kann auch wieder im Pledge Manager alles bisher Dagewesene von Vital Lacerda mitgekauft, mitgebacken werden. Da ist natürlich Kanban e.V. on Mars, Escape Plan, Lisboa, Vinyos oder Galarist. Kleiner Tipp am Rande, meistens für einen schmaleren Taler als im normalen Retail, also im normalen Laden. Zumindest habe bisher ich den Eindruck und auch die Erfahrung so gemacht.
So, Fulfillment, und das ist ja das Interessante. Wann wird denn das Spiel rauskommen? Ah, da müssen wir leider noch ein bisschen warten. Aber wie ihr ja bei mir schon gesehen habt und nachher auch sehen werdet, man kann dieses Spiel bis zum Erscheinungstermin auch gerne auf Tabletopia spielen, rauf und runter. Ist also kein Problem, macht echt Spaß. Im Juni 2021 ist noch lange hin, soll es ausgeliefert werden. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe doch. So, Terms and Conditions, okay, den müssen wir nicht durchgehen, aber hier jetzt interessant, die Shipping Estimates. Wo sind wir denn daheim? Deutschland und Frankreich. 11 Dollar für eine Kopie Mercado de Lisboa. 11 Dollar sind das 7, 8 Euro, irgendwas in dem Dreh. Also kommen wir auf roundabout irgendwas um die 36, 37, 38 Euro. Finde ich okay. Für das, was das Spiel bietet, für die Ausstattung, die sicherlich bei Eagle Griffon Games wieder sehr gut sein wird, ist das nicht schlecht. Jetzt schauen wir doch mal, wir haben eine Österreicher dabei. Was muss denn der zahlen? Ja, wo haben wir es hier? Gelb, Austria. Ja, gut, 15 Dollar. 4 Dollar mehr, aber ich glaube, Thomas, das geht gerade noch. Das kann man verkraften. Ja. Das Wenn es ein passt. Quent hast, dass du Ja, ganz gut wärst. meistens noch mehr wie nur diese 4 Dollar. Ne? Ja, Das ist das. ja. Ist das Zeug über die Berge kommt. Ja, Ja, klar. Ja, mit dem Esel drüber, ne? sicher. Das dauert schon Ja. ein wenig. Elefanten. Elefanten und Esel transportieren. Ja, wie ihr seht, rechts, ich bin bereits dabei. Konnte ich mich nicht nehmen lassen, weil ich es echt geil finde. Und damals, als ich es gespielt habe, war ja noch kein Solo in Sicht. Zumindest für mich nicht sichtbar. Mittlerweile hat das Ding sogar einen Solo-Modus. Ja, hallo. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Den werden wir uns nachher nochmal anschauen. So, ich scroll nochmal ganz hoch. Und ja, mittlerweile 1827 Unterstützer. Das Ding geht steil wie noch was. So, jetzt muss ich mir mal kurz den Chat anschauen. Sorry dafür, dass ich jetzt erstmal mich auf den Kickstarter konzentriert hatte. So, Achim, dann schlag mal 51 Punkte. Ja, im Solo hatte ich 76, Achim. Aber nur im Solo. Wir werden es probieren. Timur, grüß dich. Auf jeden Fall günstig. Ich habe mit 40 aufwärts. Ja, bin ich ehrlich, habe ich auch. Achim findet den Preis auch okay. Der Björn, aha, der Preis ist fair. Jens, das Spiel ist nichts für mich. Ja, glaube ich, Jens. Das glaube ich dir sofort. Der Achim verabschiedet den Jens gleich. Nee, Jens, darfst ruhig da bleiben, um Gottes Willen. Bin ja froh, wenn du mal wieder da bist. Timur, meiner Frau, Nichtspielerin, habe ich es unter 10 Minuten erklärt und zwar ganz entspannt. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist auch wirklich leicht erklärt. Der Achim meint, bleibt trotzdem da. Bleib trotzdem, Komma, immer schön mitlesen. Da kann man echt toll bei zuschauen. Das ist extrem kurzweilig. Timur, ja, keine Stretch Goals. High-End von Anfang an. Sehe ich auch so, ja, finde ich cool. Muss auch nicht immer sein, Stretch Goals, ne? Wobei, was willst du bei so einem Spiel als Stretch Goal mit reinbringen? Das ist auch Quatsch. Timur hat seine Spiele aus der UK geholt. Günstiger als bei Kickstarter. Trotz Versand und Zoll. Müsst ihr auch noch Einfuhrumsatzsteuer und so weiter. Ja, okay. Der Lars, ich frage mich, warum das Spiel im Kickstarter rauskommt und nicht direkt im Retail, wenn es keine Stretch Goals gibt. Naja, Kickstarter hat ja nicht unbedingt was mit Stretch Goals zu tun. Kickstarter ist ja eine Form der Finanzierung. Und Eagle Griffon Games hat sich ja darauf, genauso wie offensichtlich jetzt mittlerweile auch Queen Games spezialisiert, dass sie ihre Spiele gerne im Vorfeld absichern, um zu gucken, ich gehe kein Risiko ein. Aber das andere ist es ja nicht. Ne? Kickstarter ist eine Vorfinanzierung. Ich schaue, kann ich mein Ziel erreichen? Wenn ja, kann ich es produzieren? Wenn nein, muss ich es lassen? Oder gehe auf Risiko und produziere es trotzdem? Ja, deswegen, für mich hat Kickstarter nicht zwingend was mit dem Stretch Goal zu tun. Nicht unbedingt. Marc, grüß dich. Peter, Tag auch. Lacerda für 30 plus, interessant. Ja, ist wohl wahr. Wobei, wie gesagt, das ist kein reiner Lacerda, eher ein Julian Pombo. Achim, Stretch Goal, Minis. Tja, der Achim will Minis. Okay. Nur gut, ich würde sagen, schalte ich mal um. Wir gehen rein zu Tabletopia. Da habe ich den Schalter. Zack. Und ja, sind schon alle da, würde ich sagen. Go. Ich versuche es erst zu erklären.
Und ja, in 5 Minuten wäre ich's. Ich glaube, ich schaff's nicht in 5 Minuten, wie ich ehrlich bin. Timo, noch kein Zoll. Versand war 11 Euro. Bei 3 Spielen jeweils unter 100 hat es sich gelohnt. Okay, ja, stimmt. Noch kein Zoll, ja. Aber wird sich ändern, ne? Und dann wird es richtig teuer. Wahrscheinlich teurer bis auf Österreich. So, ich glaube, wir haben das auch schon alles so gespielt. Thomas, du auch? Warst Ja, du beim da war letzten Mal ich ja schon dabei? mal, ne? Schon, ne? Ja, die Matthias, du erste auch? Mal, ja, du. Matthias? Yes. Ja, ich habe schon gespielt. Du hast auch schon gespielt? Gespielt. Ja, beim ersten Mal war er mit dabei. Echt? Ja. Alter, Das war beim ersten Mal, ja. meine Halbwertszeit Vor ist der echt. Woche am Freitag. Ja, um Gottes Willen. Vor Ja. lauter Spielen kennst du dich schon immer aus. Ja, die Woche war hart. Ich habe Montag Bonfire mit Vital Lacerda gespielt. Ich habe am Dienstag mit Julian Pombo sein neues Spiel gespielt. Und gestern dann mit Vital Lacerda nochmal sein neues Weather Machine. Kein Mercado de Lisboa, sondern diesmal wieder ein Kracher. Aber es ist noch zu bald. Ich darf noch nicht allzu viel darüber sagen. Wird aber kommen. Sobald ich das okay bekomme, kann ich euch dann auch Bilder zeigen davon. Ja, da haben wir das gute Stück. Viel mehr ist es nicht. Wir haben zum einen Geld. 1, 5, 10. Lassen wir es Euro sein. Wir haben für jeden Spieler 8 der Stände. Wird dann im Original Holz sein. Wir haben den großen Spielplan, die Markthalle mit den braunen Feldern außenrum. Das sind die Plätze für die Customer, für die Kunden. Und den Feldern in der Mitte für unsere Stände und das Runde für die Restaurants. Die Position der Restaurants ist vorgegeben durch einen Punkt, allerdings nur beim Aufbau. Später im Spiel können wir sie überall platzieren, mit einer Ausnahme: es muss der richtige Stand daneben sein. Was heißt es? Wir haben verschiedene Sorten. Wir haben einmal hier oben Teehaus, dann haben wir den Burgerladen, die Pizzeria. Wir haben das normale Pub als Joker, den kann ich überall anbauen. Wir haben den Weinladen und den Sushi-Stand und nicht Stand, Entschuldigung, Restaurant. Und die Restaurants müssen auch an die entsprechenden Stände angebaut werden. Und zwar orthogonal angrenzend. Diagonal zählt nicht. Wenn ich ein Restaurant baue, bekomme ich ein Geld dafür. Wenn ich ein Restaurant nicht baue bis zum Ende des Spiels, verliere ich ein Geld pro Restaurant. Das Pub dient, hatte ich schon gesagt, als Joker kann ich an jeden Stand anbauen. Wie funktioniert das Spiel? Reihum wird gespielt. Einer beginnt, müssen wir dann noch ausknobeln. Es wird Ne, ist schon ausgeknobelt. ist schon Jetzt, ausgeknobelt. der Last Player ist grün, das bin ich. Also sprich, ist gelb der Startspieler. Ist der nicht immer grün? Ich hatte den noch nie in einer anderen Nein, Farbe. nein. Das ist mir beim letzten Mal aufgefallen. Ehrlich, Beim hattest du letzten den schon mal in einer anderen Farbe? Dann hatte ich einfach nur das Pech, dass der bei mir immer grün war. Okay. Nein, beim Interessant. letzten Mal blau. Okay, alles klar. Ja, wie funktioniert es? Das heißt, der Startspieler beginnt. Er kann wählen, ob er A, einen Stand baut. Man hat vor sich 3 Stände in der Auslage. Wenn er einen Stand baut, muss er die Kosten dafür bezahlen. Das heißt, in Reihe und Spalte, dort wo die meisten Stände stehen, das ist die Anzahl an Geld, die ich bezahlen muss. Habe ich also schon 2 Stände in dieser Reihe und möchte einen dritten Stand hineinbauen, kostet mich das 3 Geld. Wenn ich den Stand gebaut habe und es gibt rechts, links oder oben und unten über dem Bauplatz bereits einen Kunden, der genau das möchte, was ich gerade als Stand in den Markt eingebracht habe, wird Geld ausgeschüttet, und zwar Stand plus unter Umständen Restaurants an der Seite mal Anzahl der Besucher, der Kunden, wird ausgeschüttet. Da ich die Bezahlung erst nach dem Geldausschütten mache, kann ich auch einen Stand bauen, wenn ich anfänglich das Geld nicht habe. Ja, wenn ich dann nach der Geldausschüttung das Geld hätte,
kann ich das entsprechend geltend machen. Was gibt es noch als zweite Möglichkeit? Achso, ja, nachdem ich einen Stand gebaut habe, ziehe ich natürlich aus der Dreierauslage hier einen neuen Stand nach, dass ich immer wieder drei auf der Hand habe. Als zweite Variante kann ich einen dieser Besucher, die hier links neben der Markthalle oder vor der Markthalle warten, auf ein entsprechendes braunes Feld legen. In dem Moment, wo ich einen Besucher ablege, wichtig ist hierbei, die Besucheranzahl muss der Anzahl der Stände in der Spalte oder Zeile entsprechen, wo ich eben den Besucher hinlege, bekomme ich die Stand- und Restaurantpunkte wieder mal Anzahl der Besucher als Geld ausbezahlt. In dem Fall der Besucher bekommt es aber nicht nur der Spieler, der die Karte spielt, sondern jeder, der in dieser Zeile oder Spalte einen Stand besitzt. Bei Ständen bekommt nur der ausbezahlt, der den Stand baut. Die dritte Möglichkeit, ich nehme einfach ein Geld. Das heißt, wenn ich nichts machen kann, kann ich trotzdem ein Geld nehmen und bin glücklich oder auch nicht. Das Gefährliche dabei, wenn das jeder Spieler in der Runde macht, ist das Spiel sofort vorbei. Wann endet das Spiel? Das endet, wenn, sobald ich einen Zug mache, nur noch 4 Marktplätze frei sind oder 4 Besucherplätze. Damit endet das Spiel quasi sofort. Quasi heißt, es wird die Runde noch zu Ende gespielt, bis der Spieler rechts neben dem Startspieler dran war und dann ist vorbei, dann wird die Endabrechnung gemacht. Kleiner Bonus, wenn ich bei mir in der Standauslage 3 gleiche Stände habe, kann ich, bevor ich einen Stand baue, diese gegen 3 neue aus dem Beutel austauschen. Genau das gleiche kann ich auch machen, wenn in der Auslage 3 gleiche Stände liegen. Das heißt, derjenige, der in dem Moment dann einen Stand nehmen möchte, kann entscheiden, ob er einen von den 3 gleichen nimmt oder diese austauscht gegen neue aus dem Pack. Ja, das war's. Ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Ne? Nö. Wahnsinn. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Waren das 5 Minuten? Schade. Hätte ich mal auf die Uhr schauen müssen. Verdammt mich. Gefühlt bis ich her. Gefühlt schon, ne? Ja, gefühlt schon. Ja, gefühlt, ja. Alle verstanden haben. Ja, das ist immer das Problem dabei. Also ich glaube, diese 5 Minuten spielen, 30 Minuten spielen, betrifft zum einen 4 Spieler. Zum anderen sollte man das Spiel, glaube ich, schon mal gesehen haben. Ansonsten wird es vielleicht ein bisschen schwer, jetzt dem Spiel auch noch folgen zu können. Meine persönliche Meinung. Ja, gut, dann hole ich mir noch mal kurz den Chat her. Und guck, ob es was Neues gibt. 6 Minuten? Ah, knapp drüber. Naja, aber immerhin. Sehr schön. Ein Lacerda-Line. Ja, Peter, genau. Lacerda-Line klingt gut. Das muss ich mir merken. Katsulas, grüß dich. Jo, dann würde ich sagen, legen wir los. Erster Multiplayer. Wir spielen zu viert. Mal gucken, wo wir bei rauskommen. Und danach zeige ich euch noch den Solo-Modus. Ja, genau. Wer ist grün? Ich muss mich erstmal orientieren. Der Björn ist grün, genau. Der hat sich schon mal den zweiten Pub genommen. Wen haben wir noch? Gelb ist der Thomas. Und, achso, lila. Okay, ich lasse dich mal rot. Ist das in Ordnung für dich, ja, Matthias? Gut, ja. Ja, ich komme damit zurecht. Okay, gut, weil du ja eigentlich lila bist hier im Spiel. Ich kann dich auch umstellen in der Farbe, aber dann erscheinst du nochmal. Alles gut. Dann habe ich dich doppelt. Dann baue ich... Hier auch einen Markt, kostet mich auch eine Münze. Jawohl. So, hier müssen wir natürlich immer nachfüllen. Ich lege mal einen hin. Haben wir im Startplus eine Münze? Am Anfang? Ja. Jeder hat nur eine Münze. Ich muss mal kurz gucken, wo habe ich meinen Kopf? Auf der linken Seite. Okay. Kleinen Moment, bis ich dran bin. Ich muss bloß meinen Kopf auf die andere Seite legen. So, sonst bin ich mir selbst im Weg. Ich glaube, so ist besser. Oh. Ach, du siehst. Okay. Weil ich fand das von sich her cool. Ja, aber dann bin ich vor meinem Spielbrett, weißt du? So. Also vor meinem Spielbereich mit dem Kopf. Gut, dann bin ich dran, so wie ich das sehe, ne? Ja. Mal ganz kurz orientieren. Okay.
Ich gehe hierher. Na komm, nicht beschweren. Du hast schon eins. Nicht beschweren. Und ich nehme mir den hier. Jo, du darfst. Björn, du darfst. Ah, hier, da links unten kommt die Sushi-Vereinigung. Das kannst du nativ bauen. Kostet dich 2. Ja. Ja, ja. Der kostet dich 2. Ne? Ja. Ja, ich bin schuldig. Gut gemacht, Mondi. Ja. Große Auswahl, wenn dann schon Geist irgendwo liegen, ne? Das ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Unter Umständen. Wer hat denn noch nicht nachgelegt? Wer ja, war denn das? Mensch, der Kerl, ey. Brust. Dann mal es anders. Kommt der dahin? Der kostet sich auch 2. Ach so, dahin, ja. Ich wollte gerade sagen, wo liegt denn dahin? Ja, ja, du hast. Nee, nee. Na, du gehst auch nicht. Nee, ich sag ja. Du kannst du da herumbauen. Ach, ihr nervt mich. Ja, Entschuldigung. Du kannst da herum, du hast Wahrzeichen, wo es bauen kann. Also. Ja. Okay, dann. So was du willst, kommst krieg. Das, echt, das ist echt fies, ne? Aber ja. 2 Säulen und 4 Bauplätze hast du zur Verfügung, wo sie bauen kann. Du musst halt schauen, willst du Pizza oder Burger oder. Ja. Na, mehr hat er eh nicht mehr eigentlich auswählen. Gar nichts davon. Echt? Ja. Aber ja. Ich nehme, glaube ich, Pizza. Pizza, Pizza. Okay. Dann wäre der Thomas dran. Den Boden da her? Timur Skoll, ja. Skoll. Okay. Eine Münze, ne? Ja, sowas. Ja, dann setze ich auch. Das ist so die klassische Eröffnung, ne? Laden bauen. Ich glaube, was da hast du eigentlich einen Startspieler noch, der kurz am Anfang. Setze ich den Laden daher und hole mir auch. Wieso hast du einen Startspieler-Nachteil? Weil ich fange da mit Kundensätzen an, theoretisch kannst du der zweite Spieler schon in die Kosten reinhauen und weil du schon wieder Geld verdient hast, ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass da später besser ist, ne? Der zweite, wo meinst du, kann der zweite Spieler rein? Nächste Runde, jetzt setzt jeder seinen Lohn, das ist der nächste Zug und der nächste Zug ist dann, dass du dann Kunden setzt, quasi, ne? Ja, du musst jetzt Geld kommen erst einmal, ne? Genau, ja, genau. Ja. Da ist was dran. Ja, wobei es ja trotzdem, du bist als Startspieler, kannst du dir den ersten Kunden auswählen. Es wird ja in der ersten Runde wird es noch keinen geben, der 2 setzen kann. Deswegen bist du da noch nicht im Nachteil. Ja, gut, ich, ne? Oh. Jetzt kann ich schon sagen, ich breche aus von dem Ganzen, ne? Mache das nicht. Du nimmst dir ein Geld. Ich bin durch, Björn. ich hab die Alternative, dass ich noch einen Lohn setzen kann, weil es noch einen Platz gibt. Ja, der bist du. Wo ich noch hin kann, ne? Das ist richtig, ja. Der Vorteil des Startspielers. Genau, das ist der Vorteil wieder. Ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass bei dem Spiel jemand benachteiligt ist. Wir hatten schon alle möglichen Positionen, die gewonnen haben, insofern. Ja, na sicher. Achim, wieso bekomme ich auf einmal wieder Hunger? Ich weiß nicht, warum du Hunger kriegst, hast du nichts gegessen heute. Der Timo ist gerade beim Essen. Ja, siehst du, Timo, Profi, genau, weil er gerade beim Essen ist. Der Heidelbär ist auch live. Wer ist denn der Heidelbär? Krieg ich nicht. Alle live. Ist verrückt. Heidelbär, das Spieleverlag, ja. Ach so, okay, der Verlag selber. Bist du schon fertig, Björn? Ja.
Da habe ich wohl einen Trend losgetreten, oder? Lauter Leute live. Der war Luis ist gut. ja mal da, ne? Der war gut, Thomas. Probier mal. Da müssen wir nachlegen, ne? Ja. Hey. Das ist ja gar nichts, was ich will. Tja, ich werde jetzt den dümmsten aller Züge machen. Ich nehme mir ein Geld, weil ich Test. nichts machen kann, was mir Geld einbringt. Eieieiei. Ja. Ja, Na, ich jetzt bin habe ich ein Kunde dabei. das ist natürlich schade, ne? Ach so. Ja. Dann schnapp ich mir mal zwei Geld. Und der Björn darf. Ja, man kann dieses Spiel entweder mit offenem Geld spielen, so wie wir es jetzt gerade machen, oder mit verdecktem Geld, das geht auch. Dann schnappe ich mir auch. Wegen Mercado, was? Heidelbeer ist wegen Mercado live? Hä? Die Logik verstehe ich nicht. Was hat denn der Heidelbeer Verlag mit Mercado zu tun? Eigentlich nicht, Nee, ne? ich gehe von daher. Eieieiei. Der Kerl. Ja. Tadap, tap, tadadap. Monty, ich warne dich. Was denn? Komm, er sticht. Hey, hast du es gehört? Da werden gleich einmal Drohungen ausgesprochen. Was ist denn da los? Ja, Ich es setze einzig logische. einen Markt hier hin, das kostet mich Ja. zwei. Ja, das einzig logische, gell, an der Stelle. Das hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Ja, der Björn warnt mich gleich. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Aber was soll ich machen? Wenn das Ding schon mal da ist, gell, Das ist dann okay. muss ich das auch nutzen. Das heißt, ich gehe Warte kurz hierher, noch. das kostet mich 2 Cash, die zahle ich erst einmal, bevor ich die Abrechnung mache. Und zwar setze ich Kriegst den noch mal rein, was hier warm? ist, ja, hier ist ein Blümchen, Ja. ich kriege 1, 2, 3 mal 1, also 3 Geld kriege Kriegst ich. rein, ne? Ja. Und damit, ach nee, warte Björn, ich muss mir erst noch einen Laden nehmen oder einen Stand heißt es ja. Ach so, da fehlt wieder einer. Schauen wir mal. Ach ja, den nehmen wir doch glatt. Sodele, bitteschön. Das ist halt der Jammer da, oder? Achimondi und seine sporadischen Chatblicke. Das ist Ich den meinte, ich bekomme setzt Hunger du wegen jetzt. Mercado. Ach so. Na, weil du vorher geschrieben hast und jetzt ist auch der Heidelbeer live. Ah. Nehme ich mal. Ja, der ist auch gut, da kriegst du das Pub mit dazu. Den Nicht Platz rein. schlecht, nicht schlecht, Zwei nicht Kriege. schlecht. Kann ich schon, oder? Ja. Aber ich habe meinen Karton gehabt, nämlich deswegen. Der Achim, wenn man Setz dir den sofort daher. antwortet, dann liest du das erst ewig später out of context. Ja. Das sorgt Der für den einen kostet oder aber anderen jetzt Lacher. drei Quart, oder? Welcher Ja, kostet dich drei? du kriegst aber Ja, eins. krieg, ja. Muss ich noch zwei auch Den geben. tust du Genau. her, das heißt, der kostet dich drei und du kriegst einen, ja, zwei. Korrekt, korrekt. Ihr seht schon, es ist echt einfach das Spiel, ne? Es ist so ein bisschen Logikpuzzle. Oh, da wird gebaut. Ich die Karte da rein, dann kriege ich da 1, 2, ne? Nee, du kriegst da gar nichts, weil das kein Fisch ist. Ach, Scheiße, warte mal. Na, Alles gut. dämlich. Ah, Mai. Meine Güte. Jetzt kriege ich aber 1, 2, 4. Das war der Dämlich. fränkische Fisch. Du kriegst 1, 2, 4. Ja, cool. Nicht schlecht. Läuft bei dir.
So, jetzt muss ich überlegen, was mache ich denn? Ne? Ich glaube, wenn ich das mache, zahle ich 2. Ich gehe mal daher. Und hierher kostet mich 2 Cash. 1 und 2. Und ach komm, geh halt her. Und was nehme ich mir? Pum, 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 pum. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ach komm, ich nehme. Ach, du hast jetzt. Ach so, warte. Machst denn du jetzt? Eben noch nicht Nummer gehabt, ne? Ach so. Eben noch nicht Nummer gehabt, wenn. Ja, gut. So, Jetzt was nehme hast ich du mehr jetzt? Auswahl, ne? Jetzt muss ich kurz überlegen, was nehme ich jetzt? Jetzt hast du mehr Auswahl, ne? Ja, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Ich nehme. Ach, keine Ahnung. Ich nehme trotzdem das Ding da. So, und damit ist der Björn dran. Den mal dahin. Da kriege ich zwar den Matthias 2x2 sind 4, aber ich kriege 2x3 sind 6. Oh, da hat Ich richtig krieg Cash abgesahnt. 4. Ja. Zwei mehr zwei ist 4. Da hat er recht. Da hat er recht. Und der Thomas darf. Timo, als ob man mit dem Maß redet und Maß, ja. 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 Okay. Oder? Der Lohn her, kriegt Kann auch nicht, sich ne? zumindest keiner mehr ransetzen. Ne? Der Matthias. Komm ich? Ja. Dann setze ich, ups, da rein. Das heißt, ich bekomme hier 2 Geld und muss 3 zahlen. Das heißt, ich zahle noch eins. Zwei Geld und drei Zahlen, ja, stimmt. Dann, Mondi, Ja, bist jetzt bin du. ich dran. Jetzt muss ich gut überlegen, was ich tue. Wenn ich daher gehe, kostet mich das 3. Ich setze mal in den Laden, hilft alles nichts halt, habe mich vergriffen. Und zwar setze ich hier den Burgerladen. Passt ja, ne? Hühnerkeule und Burger. Und kriege dafür ein Geld. Fertig. Als ob man mit dem Maß redet. Timo, das gefällt mir. Ah, sehr schön. Ja, ich muss vielleicht trotzdem immer mal zum Chat rüberschauen. Also nicht auf dem Handy, sondern direkt, falls irgendjemand anders noch reinkommt. Habe ich mir das doch gedacht. Die Silvia. Das Bo. Servus. Moinsen. Und die Silvia hat Monty auch die Regeln klargestellt. Oh, habe ich vergessen. Ja, wir haben ja beim letzten Mal einen kleinen Fehler drin gehabt. Und Okay. zwar haben wir, in das Spiel viel zu viel reingedacht. Ja, Ich glaube. es hätte ein Lacerda sein sollen. Lacerda heißt ja unter Umständen umfangreiche Regeln. Hier drei In mal dem zwei Fall aber sechs. natürlich nicht. Und zwar haben wir es falsch gespielt, dass wenn man einen Stand baut und man hat da schon einen, kriegt man nichts. Man kriegt immer was, wenn man einen Stand baut. So sind wir hiermit nachgeholt. Dann lege ich das Restaurant da rein und krieg ein Geld, ne? Für Restaurant kriegt man bloß ein Geld, wenn man spielt, ne? Ja, Genau, ja. korrekt. Dann ist der Mondi. Okay, dann Icke, dann nehme ich mir mal das Ding da und gehe hier mit einem Böll. Das Restaurant. Das Was ist kannst du? kein Restaurant. Da kannst du kein Restaurant hinlegen. Das ist das Restaurant.
Wo? Nein, Restaurant muss immer angrenzen an einen Stand sein. Du kannst kein Restaurant ohne Stand, doch. Ja. Safe. Du kannst kein Restaurant ohne Stand bauen. Das geht nicht. Ja. Immer zum Passen. Auch nicht. Ist auch nicht angeräumt sind. Ja, ja, halt, das war ja vorher, deswegen. So. Dann war das illegal, was ich gemacht habe. Okay. Aber du kannst es gern woanders hinsetzen. Hast du irgendwo einen. Nein, ich setze es nicht woanders hin. Okay. Dann setze ich den dahin für 3. 3 Geld, alles klar, okay. Dann gehe ich darin da. Für 3 Geld. Das, was ich hier habe. Beziehungsweise. Deine Hand weg. Thomas, beweg deine Hand mal weg. Du kriegst 2. Thomas? Du kriegst 2, wenn du den hinsetzt. Genau. Komm noch ein Geld. Ja, warte, lass mich mal eins reinlegen. Gut, du darfst. Genau. Nimm dir mal, du hast noch keinen Laden, Björn. Nimm dir mal einen Laden, bevor ich meine nehme. Also ein Stand. Ja, ja, das war ja ungeplant. Ja, ja, schon. Nö, na, alles gut. Nur als Erinnerung, bevor ich meine nehme. Aber, warte, lass mich noch kurz einen Stand nehmen, Thomas, dass wir wieder in der Reihenfolge sind. Das war der Zug, was gemacht hast, ja, der Björn ist gleich dran. Ich habe ja jetzt meinen Zug vor dem Björn gemacht. Der Björn hat seinen ja nur revidiert von vorhin. Lasst mich kurz überlegen. Scheiße. Wir haben ja nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Das ist ja gleich Schluss. Ja, ist klar. Da weißt du Bescheid. Ja, das ist viel gebaut worden und keine Kunden gelegt worden. Ja, das ist richtig. Ja, so ist das halt, ne? Dann ist der Björn dran. Oh, das wird eine Horrorrunde, ich habe kein Geld. Setz die Kunden hier hin. Ach du Scheiße. Geben mir 6 und 3 sind nochmal 26. Ja, ach so, da ist ja Blume unter oben. Wow, ja, der ist gut. 3 mal 4 ist 12, ja. Das ist sehr schön. Kann ich den Geld auch ersetzen? Kriege ich fit. So, dann müssen wir echt aufpassen, wo da immer was hingesetzt wird. Für den da auch 6 Geld. Wein, Gelb kriegt 1, 2, 6. Und was macht Matthias da? Matthias, was hast du dir gerade genommen? Stopp, Matthias! 1, 2, 3, 3 mal 3, 9. Matthias, stopp, was hast du dir gerade für Geld genommen? Matthias, hörst du mich? Hört ihr mich? Hallo? Hört mich keiner mehr, oder was? Hallo? Hallo. Discord scheint nicht mehr zu gehen. Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, den da gleich. Hört ihr mich jetzt? Für den? Matthias, für was hast du dir jetzt Geld genommen? Wenn der Thomas im Laden liegt? Für den Fisch. Der Thomas hat doch hier oben. Fisch und den sind neun Geld, oder? Der Thomas hat doch hier oben gelegt. Hast du deinen gleich bei Thomas einen Zugschritt gelegt, oder was? Ja, da hab ich sie gelegt. Da kriegst du nichts, weil das ist kein Fisch, genau wie vorhin. Aber da ist ja kein Fisch drauf. Vom Thomas sein kriegst du kein Geld. Sorry. Da ist ja kein Fleisch drauf. ja. Alter Vater! Ja, ich hab's heute nicht mit diesem Symbolik. Ich merke schon, ihr macht mich fertig, ehrlich. So, du hast das Ding da hingelegt. Ich muss immer ein bisschen mit gucken, was ich kriege. Ich krieg nix. Boah, seid ihr fies zu mir, ey. Saubernde Elende. Ich krieg nix. So, ich bin dran, oder? Hilft dir nix. Ich muss hier auch was legen. Macht denn da Sinn? Das macht keinen Sinn. Das ist ja echt short. Das geht nicht. Vierer kommt aber auch keiner zustande diesmal, ne? Weil dann ist es aus, ne? Ja. Das ist wohl wahr. Der da. Ich nehme mal den da, den lege ich hier unten hin.
Der bringt mir 1, 2, 3, 4. 3 mal 4 sind auch 12. Dass ich wenigstens ein bisschen Geld gemacht habe heute. Das ist ja schlimm. Zack. Und zack. Ja. Bisschen kriegst du 3 mal 4. Warum? Weil ich da 1, 2, 3 und hier oben noch einen habe. 4 mal 3 Also, Besucher. für den kriegst du 3, Für ne? den krieg ich 3 und hier oben ist noch einer. 3 mal 3 sind 1 und du Hier kriegst auch mal oben 3. ist noch einer. Ja. Also gleich 3 mal 4. Genau. Du hast weg, das habe ich nicht gesehen Ja, gehabt, ist aber in gut. der Reihe liegt noch einer. Nur Passt schon. genau. Ja, Da finde Björn. ich auch die Regel komisch, weil wenn der, wo es jetzt das Ende einleitet quasi, der kommt nicht mehr dran, alle anderen kommen noch mal dran, ne? So ist Ja. es, ja, so Oder ist haben sie die es. Regel schon geändert, dass der Nein, Bestand die verloren geht? Regel, wird auch nicht geändert, es wird so bleiben. Ja. Ah, das ist ein komisches Ende. Mhm. Weil der, was mein Ende Aachen. einleitet, hat einen Nachteil, ne? Eigentlich. 2 mal 3 sind 6. Unter Umständen, ja. Egal. Egal. Und die kriegt nichts, ne? Geht mir genauso, Thomas, geht mir genauso. Aber du hast mir einen guten aufgelegt, den kann ich so herlegen. Da kriegt eigentlich auch sonst keiner was mit in der Reihe, ne? Ich auch wieder nicht. Ja, Ich auch wieder nicht. sechs. Matthias, du darfst. Das ist ja Ist der ja gut Wahnsinn. Halt. aufgelegt worden, ne? Ja, absolut. Dann kriege ich hier nochmal 9 für das. Ah, ihr Säckel, ey, da krieg ich auch wieder Also, nichts. 3x3 ist wenn der 9. letzte Dreier aufgelegt ist, was kommt da vom Zweier oder vom Vierer? Welcher wird da hier aufgelegt? Gar nicht. Gar nicht, Schluss. Oh ja, für einen anderen fällt Augen jetzt am aus. Anfang in der Regel Ja, schon. aber es ist Nein, so. Augen Ist, aufgelegt. Regel ist Ja, schon, dass aber. verwandelt aufgelegt Aber wird. nur so kurz nebenbei ist ja relativ egal. Ist eh gleich Schluss. Das ist nicht egal. Ziemlich, warum ist es nicht egal? Weil du mehr Zweier Kunden dann hast, wenn du jetzt einen Boah, dann herlegst, wenn du zwei meinst, dass Kunden. es dir hilft, deck's auf, ist kein Problem. Okay, was? Mir ist wurscht. Ja, also Wenigstens ist der ich meine nur, Nächste. ich brauch's nicht, du kannst ruhig aufdecken, mir ist auch egal. Also ich lege hier oben einen hin. So, das heißt 1, 2, 3, 4 und T 5, 6, 7, 3 mal 7, 21. Ja, sicher. Ja, echt? Der nächste bitte. Und dann jammern. Ja, wenn ihr mir nichts gebt, dann muss ich selber dafür sorgen. Aber Wo hast du vielmehr. hingelegt? Doch, denn da habe ich hingelegt, Thomas. Den da? Nehmen wir noch dahin. Und wieso kriegst du 3x4? Schau her. 1, Ja, das 2, war. 3, 4, Ja, dann 5, schauen wir uns das 6, gleich wieder. 7. 3 mal 7. Der hat sich gelohnt. Ja, der hat sich gelohnt. Herr Thomas ist Thomas, du bist dran. dran. Ich habe hier unten die 2 Kunden gelegt. Ich glaube, da kriegt ihr wieder nichts, ne? Nee. Und jetzt leitet die eigentliche Spürende ein, ne? Mach. Kannst du, Muss kannst, ich machen, ne? ja, kannst du machen, ja. Ganz egal. Dann, nee, muss ich. Bleibt nicht anders. Ich war Ja, ausgebaut, egal gehört was du nicht dazu. baust, so schaut's aus. Genau. Mal schauen, wo ich noch was legen kann. Discord-Willkür, So die kann ich noch würfeln das überlegen. immer aus. Ja. Das geht. Ja, Achim. Ja, passiert ab und zu mal, dass Discord einen tontechnisch rausnimmt. Warum auch immer. Warum auch immer. Aber ist ja nicht so schlimm. Mike, sieht interessant aus, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Lohnt sich der Solo-Modus? Wenn du dran bleibst, werde ich dir das zeigen, denn nach dem Multiplayer spiele ich den Solo-Modus, Mike. Darfst du dir angucken und dir selbst ein Bild machen. Wieder einer, wo ich nichts krieg. Mensch, Meier. Eins, zwei, Gib jawohl. einen Ansatz zurück und nehmen einen Fünfer, ne? Ja, passt. Ja, 3er Kunden kann leider kein passenden Lenk für mich, ne? Der Matthias. Ja. Das ist richtig blöd. Ich kann auch gar keinen Kunden mehr für mich legen, so wie ich das sehe. Ich setze meinen daher. Ja. Dann kriege ich für den 3 und für den da oben 3 sind 6. Du kriegst für Der den hier? 3, für den 3 Ah! und für den hier 2. Du kriegst Und da 8. nur 2 sind 8. Ja.
Nicht schlecht. Und musst aber zahlen 4, also kriegst du nur 4. Ja. Aber immerhin. Genau. Tja. Was mache ich jetzt? Pff. Na, ich decke mir hier einen auf. Zack. So. Ja, Bitterino. Lohnt sich noch irgendwas? Da hätte man ein Tomätchen. Ja, es kostet aber ganze 4 und bringt gerade mal 3 ein. Das ist Quatsch. Da kann ich nichts mehr machen. Hier könnte ich einen Zweier reinlegen. Der bringt mir dann 2 mal 2, 4 maximal. Dreier geht ja nicht. Schade. Was ist, wenn ich hier was reinbaue? Ich könnte hier am sinnvollsten so ein Teil reinbauen, wenn ich den des Hähnchendingens da reinbaue. Ausgelöst. Bitte? Der Thomas. Ja, du bist dann letzter, du darfst nochmal. So, wenn ich das Hähnchending da reinsetze, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, muss 4 bezahlen, kriege ich 2. Hier kriege ich 4, also es wäre eigentlich Quatsch, wenn ich da was reinbaue. Ne? Oder? Ja, ich baue hier den Kunden rein. Zack, das sind 1, 2 mal 2 sind 4. Ich nehme mal einen 5er und gebe einen zurück. Okay, ja, das war es dann wohl. Eieiei. Silvia, Timo, in 10 Minuten deiner Frau erklärt, cool, laut Werbung soll das ja in 5 gehen. Hatte ich ja nicht annähernd geschafft. Ja, gut, aber du hast es auch gut ausgearbeitet, Silvia. Dafür war meine Klappe zu groß und die Vorbereitung zu knapp. Ja, das ist wohl wahr. Mike, klingt gut. Hab aber hier im Moment ziemlich lahmes Internet. Denke, muss ich mir später. Kannst du auch machen, ist ja kein Problem. Ich hab's ja dann wie immer auf YouTube online. Das Logischste ist hier den reinzusetzen. Denn der gibt mir 3, 6, 8. Kostet mich 4. Also sind es unterm Strich 4. Ja, der macht Sinn, ne? Hier 3, da 3. Ja, der ist gut. Habe ich ihn falsch genommen? Nee, aber es war der einzige Zweier, den ich nehmen konnte. Ja, 4 ist besser als nix, ne? Das stimmt. Dann sind wir, durch. Ja, aber das eben, das ist ja, das. Wäre bei mir genauso gewesen. Ich habe auch noch 2 hier liegen. Naja, dann machen wir mal Kassensturz. Ich habe 30, 35, 36, 37 minus 2. Ich habe 35. Überschaubar. Ich habe dann minus 2 sind 30. Ich habe auch. Warte, ich mach mal hier kurz auf, dass ich das mit tracken kann. Wo habe ich es denn? Mercado, da, zack, zack. So, wer spielt denn alles mit? Wo haben wir sie denn? Björn, da ist er. Dann haben wir den Matthias, den Thomas und ich. Also, der Björn sagt 30. Der Matthias. Ich habe 30. Du hast auch 30 und der Thomas? Ich habe 23. 23, alles klar. Dann geht das Ding an mich. 35. Boah. Ja, mit dem einen Move. Ja, der hat's gebracht. Ja. Der hat's gebracht, definitiv. Also immer wieder ein schönes Spiel. Ja, wir haben uns da ziemlich gecasht, dass da nicht mehr Punkte rauskommen. Ne? Schon echt interessant. Ja. Ja, man doch man, irgendwann, je öfter man spielt, desto mehr schaut man auch ein bisschen auf die anderen. Ne? Das ist einfach. Soll. Ja, das ist einfach so. Ja, man muss ja nicht unbedingt, aber es macht natürlich Sinn. Ne? Wie beim letzten Mal, wo wir gespielt hatten, da hatte Matthias mir ja doch einige Punkte zugeschanzt. Wobei 35 jetzt nicht wirklich viel ist. Ne? Ja? Du hast mich das letzte Mal ganz frech zu mir hinguckt. Ja, Mai. Ja, stimmt. Ja, war schon nicht schlecht. So, zack, eingegeben, perfekt. Ja, so schaut das Ding aus.
Ja, wie gesagt, ich finde es geil. Macht echt Spaß. Hat so ein bisschen Familienniveau, ist es aber nicht. Man muss doch ein bisschen überlegen. Also ich würde es dann doch im unteren Kennerbereich einsortieren. Und für das Geld, knapp unter 40 Euro, kriegst du auf jeden Fall viel Spaß. Plus, und das schauen wir uns dann jetzt gleich an, einen echt schönen Solo-Modus mit Kampagnen. Ja, ich mache hier mal zu. Finish. Zeig mal, was du so gut kannst. Ich zeig mal, ja, wahrscheinlich schaffe ich es wieder nicht wie beim letzten Mal. So. Zack. Back to lobby. Der Timur hatte Ich bin da kurz in 42. der Queue. Ja, alles gut, kein Problem. Der Timur hatte 42. Ja. Ja, 42 ist okay. So, ich hatte eigentlich schon einen Tisch aufgemacht. Jetzt muss ich schon mal gucken. Da ist er doch. Ja, freut mich immer besonders, wenn ein Spiel, das einem eh gefällt, dann auch noch einen Solo-Modus hat. Und ich mag das ja eh, diese Kampagnen beim Solo. Ich muss nicht zwingend einen Automa haben. Automa ist, wenn das Spiel passt, auch was Feines. Aber ich spiele auch gern entweder nur gegen Punkte oder wie hier jetzt mit bestimmten Voraussetzungen oder auf ein bestimmtes Ziel hin. Eins der meistgespielten Spiele bei mir ist immer noch Newton und Newton hat ja auch keinen Automa. Man spielt rein auf seine Höchstpunktzahl. Ja, aber trotzdem macht es immer wieder Spaß. Ja, so ist das. Sehr gut. Solo-Modus. Viel ändert sich nicht. Spielfeld ist immer noch da. Es wird natürlich runter reduziert auf nur eine Person. Ein Geld, das bleibt alles. Der Aufbau bleibt. Es gibt natürlich. Ach, ey, Björn, hast recht. Hier ist jetzt ein gelber Spieler. Der Last Player ist jetzt hier gelb. Schau mal an, das ist mir noch nie aufgefallen. Mensch, Da Meier. kannst du schon mal manchmal vertrauen. Ja, ich vertraue dir immer. Also fast immer. Das ist er. Ich hatte immer einen grünen Meeple gesehen. Vielleicht hatte ich aber auch wirklich bei jedem Spiel einen grünen Dot. Das kann durchaus Ja, sein. mag sein. Ja, Zufällig so. wie sagt man, der Zufall ist eine Hure, ne? Tja, Ja. so ist das. Okay, also Solo-Modus. Wie funktioniert das? Ich habe keinen Automa, kein gar nichts. Ich habe mein ganz normales Spielbrett. Ich habe die ganz normalen Einsatzbedingungen, wie auch im Standardspiel. Ich habe genau den gleichen Endtrigger, außer die Kampagne sagt mir natürlich irgendwas anderes. Jetzt gucken wir uns die Kampagne mal an, wie das ausschaut. Ich mache dazu mal die Regeln auf. Und hier unten haben wir die Solo-Challenges draufstehen. Das sieht so aus. Wir spielen, es gibt, gucke ich mal, 6, 7, 8, 9. Genau, es gibt 9 verschiedene Challenges, also Kapitel. Und wenn man das Kapitel beendet, bekommt man für ein bestimmtes Ziel Fame Points. Wir werden jetzt gleich mal den Spezialist probieren. Mal gucken, ob es klappt. Und zwar ist hier in dieser Challenge nur erlaubt, mit einem einzigen Typ von Stand Geld zu machen. Das heißt, ich werde mir überlegen, bei meinem ersten Zug, mit welchem Stand möchte ich denn Geld verdienen. Und nur der bringt mir Einkommen. Und nur mit einem Standtyp muss ich am besten auf 80, 90 oder 100 Geld kommen am Spielende. Je nachdem würde ich dann 1, 2 oder 3 Fame Points bekommen. Es gibt noch einen kleinen Bonus. Wenn man mit einem einzigen Zug es schafft, 32 Geld zu verdienen, das geht, bekommt man nochmal 2 Zusatz-Fame Points. Allerdings, die bekommt man nur einmal während der gesamten Kampagne. Also wenn ich die gleich beim ersten, beim Spezialist schaffe und mir die da hole, wenn ich es später nochmal hinbekomme, kriege ich nicht nochmal zusätzlich diese Fame Points. Ja, und am Ende gibt es wie immer ein Rating. Das heißt, wenn man nach Abschluss der Challenge, also aller 9 Kapitel, entsprechende Fame-Punkte gesammelt hat, bekommt man ja eine Bezeichnung bei 28 plus you are perhaps the best in the world. Der ist gut. Drunter haben wir den Market Tycoon, den Market Magnat, you will get there, just keep trying. 6 bis 10 Punkte, enjoying a beer at the pub with your friends. Und 0 bis 5, are you even able to find the pub?
Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, eine coole Sache. Vor allem, und das ist das Schöne an so einer Spielart, das lässt sich natürlich erweitern. Haben wir jetzt bei Blackout Hongkong gesehen. Dort gibt es ja mittlerweile drei zusätzliche Kapitel. Die muss ich auch noch spielen. Fällt mir gerade wieder ein. Ach, Schande über mein Haupt. Hey, Julian. Hi. Nice to have you here. Hi, Julian. Julian Pombo ist mit im Chat, der quasi Autor des Spiels. Ja, und es lässt sich halt leicht erweitern. Ja, wenn ich jetzt diese neuen Kapitel habe, irgendeinen finde ich ja vielleicht als Bonus oder sonst was, bringt man noch ein paar Kapitel raus, ist auf jeden Fall eine heiße Sache. Ja, dann probieren wir das mal. Also, wichtig, nur mit einer Art von Laden darf ich entsprechend Geld verdienen. Das wird toll. Gut, also ich bin jetzt einmal weg aus dem Chat, gell? Ja, Thomas, Ja, kein Problem. Schön, dass du dabei warst. Danke fürs Mitspielen. Tschüssi, mach's gut. Ja. Was probiere ich denn? Ich könnte die Weinbude probieren. Es wäre vielleicht eine Option. Ich habe schon einen Wein da. Der nächste Wein liegt auch hier. Ich hätte in der Ecke gleich mal Wein liegen. Die Blumen kriege ich hier mit unter, wenn ich mal den nehmen würde. Ja, ich glaube, ich probiere es mal. Also ich werde die Winery nehmen, den Weinstand, und probieren, nur mit Wein Geld zu verdienen. Timur, hey Julian, great game, thanks to you and the rest of the team. Ja, sehr schön. Stimmt, haben sie echt gut gemacht, muss man wirklich sagen. Okay, so, was machen wir jetzt? Ist bitter. Björn, was sagst du? Würdest du auch einen Wein nehmen? Wahrscheinlich schon. Muss halt auf die Kunden gucken, aber ich glaube Ja, schon. guck mal, Muss halt ich habe, hoffen, dass ja, von den drei Kunden vielleicht auch noch ein Weinkonto kommt. das der, da hast du so ein guter Tipp, da hast du recht. Ich bräuchte die Viererkunden. Ich brauche zwingend einen Viererkunden, sonst werde ich es nicht schaffen. Und es gibt ja Was ist pro denn Standtyp nur einen Vierer. Das ist ganz wichtig. Da wäre der Fisch natürlich besser. Da kriegst du die Dreier, den Vierer, Aber du da gibt es kriegst keine Einser. zwei, keine Einser, ja, das ist wohl wahr. Beim Wein kriegst du Einser und da müsste man den Vierer vielleicht irgendwo anders hinlegen. Dann weißt du aber nicht, ob der hier drunter liegt, ne? Bah, das ist blöd, dass der Wein. Ich glaube. Blume wäre eine Option und dann hoffen, dass Blumen drunter sind. Hm? Oder harter Zock auf Pizza. Aber. Pizza, aber hast beim Vierer auch wieder nicht, ne? Naja, aber es gab 2-3er Safe. Ja. Schwer. Pizza hast du hier safe und hier. So, wenn ich hier einen Laden hinbaue, wenn ich einen Einser auf die Spur setze, Wein. Würde gehen. Einser Wein, Zweier Wein gibt es zwei, es gibt einen Dreier Wein und beim Vierer schaue ich in die Röhre. Ne? Scheiße. Das bitter, Pizza, das bringt es nicht. Ich könnte höchstens sagen, ich gehe mit dem Hähnchen hier rüber. Hähnchen hätte ich Einser, Zweier, zwar kein Dreier, aber den Vierer. Ich glaube, ich nehme das Ja, Hähnchen. okay, der lässt sich übergehen. Okay, das sehe ich ein. Ich glaube, ich nehme das Hähnchen. Ha? Ah, okay. Ich versuche es. Ich versuche es mit dem Hähnchen. Das heißt, ich werde meinen ersten Zug hier raufsetzen. Hähnchenstand oben links. Boah, das ist ja quasi wie Schach. Ne? So, dann gehe ich hier rein und werde mir trotzdem den Wein. Oh, jetzt habe ich das Ding vergriffen. Werde ich mir trotzdem den Weinstand nehmen? Vielleicht kann ich ja 3 zu 3 tauschen. Wenn nichts Gescheites kommt. Ah, shit, das habe ich mir befürchtet. Jetzt kriege ich nicht das, was ich brauche. Siehst du das? Das ist bitter. Okay, nächster Versuch. Ich setze halt, den muss ich erstmal drehen. Flippen. Ich werde den hier reinsetzen für ein Geld. Es geht gar nicht anders. So, zack. Dann werde ich mir wohl weiteres Geld holen für
2. 1, 2 mal 1, 2 gilt. So, dann habe ich schon mal 3 im Sack. Vielleicht gar nicht so falsch. Denn dem Runder. Ah, das habe ich befürchtet. Okay. Julian, yes, I tried the Solo Challenge. Chapter 1. I tried. Okay. Das hilft ja alles nichts. Es hilft ja alles nichts. Ich werde mir den hier nehmen. Naja, das ist aber Quatsch, da muss ich 2 bezahlen. Ich werde mir den hier nehmen und setze den rein für ein Geld. So, ist jetzt natürlich richtig bitter, dass hier kein Stand kommt, den ich brauche. Ne? Okay, aber der ist okay, dann kann ich zumindest nachher tauschen. So. Sinnvollerweise hole ich mir noch das Pub. Ich hole mir den hier, setze den hier rein. Auch wieder für ein Geld. So, jetzt habe ich 2 Restaurants, die ich anbauen kann. Hol mir den dritten Weinstand. Ja, okay. Kann die Weinstände einmal austauschen. 1, 2. Ach, Shahi. Ach, der Scheiße. Oh, Julian. No luck today. Ah, come on. Oh, es ist bitter. Okay, dann setze ich den hier rein für ein weiteres Geld. Ich frage mich nicht. You need good planning and a bit of luck in this one. Yeah, luck. Something I don't have. Even something I don't have. No luck today, so. Not so good. Okay, hilft alles nichts. Ich brauche Geld sonst, obwohl ich kann noch Läden setzen, das geht. Ich werde jetzt aber nicht mehr auf die Restaurants gehen, das sind wieder Minuspunkte. Ich werde versuchen, die freien Stellen noch zu nutzen. Ich stelle hier einmal den Wein rein für ein Geld. Darf mir einen nachziehen, da ziehe ich den hier nach, in der Hoffnung, dritter Fisch kann ich austauschen. Ja, okay, gut. Das ist was, was ich brauchen werde. Naja, immerhin. Yeah, no luck for the Frank here. Franken. Franken haben einfach kein Glück, ne? Ja. Dann werde ich... Ich habe nur ein Geld. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Ich brauche das Ding hier. Das heißt, ich muss... Den hier... Ich muss... bad move already. Oh, yeah, that's it. No luck and bad moves. That's not so good. So, den brauche ich. Oh, schon wieder ein Weinstand. Guck mal, was ich für ein Mist ziehe, oder? Es kann doch nicht wahr sein. So, ich würde gerne den 4er, das heißt, ich muss hier noch 3 hinsetzen, um hier den 4er bauen zu können. Ich habe aber kein Geld. Das heißt, ich muss sehen, dass ich jetzt schon mal einen Stand irgendwo hinkriege. Da geht nur der 1er, den versuche ich mal hier oben. Das wären jetzt 1, 2, 3, 3 Geld. Die sind wichtig, die brauche ich unbedingt. So, und jetzt werde ich den hier reinsetzen. Kostet mich 2. Bringt mir aber 2, kann ich also umsonst bauen. Ja, kostet mich 2. Bringt mir aber 2, weil hier schon ein Hähnchen drauf ist. Okay, dann werde ich für ein weiteres Geld den hier reinsetzen.
bringt mir einen Cash. Achso, ich darf wieder einen ziehen. Zack. Ach komm, schau mal. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, no. Oh, it's so hard. Oh man. Gäbe es Schäufele, hättest du mir gleich. Ich esse kein Schäufele, um Gottes Willen. Also bin ich kein echter Franke, was das angeht, gell? Ey, Björn, schau dir die Scheiße mal an, bitte. Ja, ist recht anstrengend. Ich guck dich auf YouTube. Achso, warte, ich kann. Ich mach mal diesen hier, Moment. So, guck mal, jetzt dürfte es besser sein. Ach, ist das bitter, ey. Ich hab jetzt schon wieder einen Stand gezogen, den ich nicht brauche, einen roten. Alter Schwede, ey. Ich habe auch nicht mal einen Blumenstand, dass ich hier noch mehr Geld abgreifen könnte. Naja, Blumen nützen dir eh nichts. Doch, achso, ich krieg kein Geld bei Blumen, hast du recht. Also ist wurscht, dann baue ich jetzt den hier hin. So, guck mal, ich baue den hier her. Der kostet mich 2. Das ist schlimm genug, dass der mich 2 kostet. Böse aus. So, dann nehme ich mir die Tomate, dann kann ich die zumindest tauschen. Ja. So, ich versuche das mal. 1. Schau mal hin. Mhm. Ah, come on! Hey, das gibt's doch nicht, ey. Okay, so ist es nicht schaffbar. Na, so ist es nicht schaffbar. Oh, Julian. Das Spiel basht dich. Ja, ja, ja. Julian, you're bashing me. Your game bashing me. I can't believe that. Oh, man. No stand for me. That's horrible. Definitely. Okay, ist wurscht. Muss ich einen Zweier setzen. Aber dann erstmal kann ich den hier rüber tun. Dann werde ich jetzt einfach einen Zweier setzen müssen. Und zwar setze ich den hier. Mhm. Dann kriege ich wenigstens 3. 2 mal 3 sind 6. So, 5 und 6. Ich brauche jetzt Geld. Ich muss ja Läden setzen, wo ich keine setzen mag. Also, was soll es? Bitte, Reno. Machen wir jetzt. Ich werde hier reingehen. Unten rechts? Hier meinst du? Ja, ist billiger, aber ich würde hier gerne einen Dreier hinlegen. Okay. Weißt du, dass ich noch mal Geld, ja, dass ich noch mal Geld kassieren könnte? Mhm. Kostet mich 3. 1, 2 und 3. Dann muss ich mir den hier nehmen, in der Hoffnung, ich ziehe jetzt einen Fisch. Ja, wenigstens was. Okay. So, dann mache ich folgendes. Ich tausche die hier aus. 1, 2 und 3. Und wieder nett. Schau mal hin. Oh no! Oh, come on. Oh, ist das bitter. Das ist. Oh. No. Wie geil war er denn da gemischt? Ja, das frage ich mich auch, Timo. Das ist doch nicht mal geil. Das ist alles andere als geil. Oh, man. That's horrible. Definitely horrible. So, I can't reach my goals. No stands for me. Na gut, hilft nichts. Muss ich durch. Also, ich werde den hier hinbauen. Der kostet mich 2. Ich gebe den 5er ab. Hol mir 1, 2, 3. Halt, wohin denn jetzt liegt? 1, 2 und 3. Bringt mir nichts, aber ich kriege die Tomate. Ja, jetzt, na klar, ist super. Okay, dann 1, 2, wieder die falschen Shahi. Nix dabei für mich. Ach komm, ist das bitte. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, aber so ist das Spiel halt, ne? 1, 2, 3, ja, jetzt muss ich aufpassen. Aber es gibt ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, also es gibt doch genug Plätze, das ist nicht das Problem.
Aber es ist natürlich schon eich bitter, ne? Richtig bitter. Okay, hilft nichts. Ich muss wieder ein bisschen Geld machen. Aber vorher möchte ich erst noch den Stand hier. Und zwar kostet der mich ganze 3. Ja. Ich baue. Nee, warte mal, da will ich ja gar nicht hin. Ach, da will ich ja dann den anderen hinstellen. Ich gehe, wenn ich hier reingehe, 1, 2, 3, 4, hätte ich eine 4er-Möglichkeit, aber es gibt ja nur eine, die würde ich gerne hier bauen. Das heißt, ich gehe hier rein, da kostet mich das Ganze 3. Und wenn ich hier reingehe, kostet es auch 3, aber ich muss kein Geschäft nehmen. Ja. Geh mal in die zweite Zeile von links, würde ich sagen. Hier rein? Ja, weil du da oben der den Dicken noch platzieren kannst. Hier, da kann ich. Wo der verdeckte Sushi-Stand ist. Hier könnte ich noch einen platzieren, meinst du? Ja, da müssen Dicken reinbauen. Dann hätte ich hier 1, 2, 3 und könnte hier einen Dreier nutzen mit 1, 2, 3. Ja, wäre Option, ne? Okay, nehmen wir mal den hier. Ja, aber das mache ich nachher erst. Ich setze erstmal hier einen rein. Das machst du nachher erst, aber du genau. Brauchst halt die Zeit. So, ich gehe hier rein, das heißt, der kostet mich nur 2, ist gar nicht so falsch. Da habe ich einen Rest. Oh man, jetzt, zack. Dann darf ich mir endlich das Ding hier nehmen. Mal wieder einen. Ah, war klar, ne? Warum auch anders? Natürlich. Warum sollte da das Fach mehr kommen? Oh my goodness. Thomas, Fleisch gibt es nicht viel. Nee, Fleischmangel. War ein trockenes Jahr. So, ich muss jetzt einen Customer setzen. Es hilft alles nichts. Und zwar werde ich einen Dreier setzen. Und zwar hier. Nee, es gibt keinen Dreier. Oh man, das gibt's nicht. Es gibt hier keinen Dreier. Das Spiel mag mich nicht. Schau mal, es gibt keinen Dreier. Ne? Mhm. Okay, pass auf, dann muss ich es anders machen. Ich muss schauen, dass ich einen Dreier kriege. Ich werde den Dreier hier unten setzen. 1, 2, 1, 2, 3. Ich werde einen Dreier hier setzen. Der bringt mir nichts, logischerweise. Aber ich habe jetzt hier wieder einen bekommen. In meinem nächsten Zug werde ich den Dreier jetzt hier oben setzen. So. Das heißt, ich bekomme jetzt 3 mal 3. 3 mal 3 ist 9. 5, 6. Ubele. Oh, ich erwische immer das Falsche. 7, 8 und 9. So. Timur, extreme challenging for such a small game. Yep. Great, I count the days till delivery. Ja. Yeah. That's definitely right. Okay, so, jetzt baue ich den hier rein. Zack, und bekomme ein Geld. Zahlen muss ich aber 1, 2, 3. 3 Geld muss ich zahlen, 1 bekomme ich, also 2 gebe ich ab. So, dann nehme ich mir den hier, in der Hoffnung, ich kann wieder tauschen und krieg. Ja, pf, das gibt's auch nicht. Hard to say. Definitely hard to say. Oh Mann, Björn! Das kann doch nicht. Du hast verkackt. Du hast den Dreier da oben nicht hinsetzen dürfen. Ja, ich muss aber, ich brauche Geld. Nee, du musstest den Markt auf den, da wo das verdeckte Sushi-Feld ist, setzen. Hier? Stand, genau. Und dann den Dreier da drauf. 1, 2, 3, 4. Das wären 4, das wären 12 gewesen. Ja, okay. Ja. Stimmt. Aber es war zu spät. Du hast es schon gemacht. Das stimmt. 1, 2. Ich hoffe, ich krieg noch einen Scheißstand hier. Zweier könnte ich noch, aber nee, ich habe keinen Platz mehr für Zweier, das bringt nichts. Ja, du musst jetzt doch hier kann ich auch noch einen Dreier hinbauen, das wäre eine Option. Ja, ich muss. Du, dass du einen Vierer hinkriegst. Ja, ich muss vor allem, ja, ich brauche noch so ein Dingens hier unten, das hilft alles nichts. 1, 2, 3. Wenn ich hier reingehe, kostet es mich 4. Hier auch. Wenn ich hier reingehe, auch. Boah, hier vorne kostet es mich 3.
1, 2, 3. Dann machen wir das so. Kostet mich 3. Oh Mann, ey. 1, 2, 3. Ja, ist wirklich sehr challenging. Definitiv. Was nehme ich mir jetzt? Natürlich den Fisch. Vielleicht ziehe ich eine Tomate. Nein, natürlich nicht. Ja, gut, ist nicht mehr zu schaffen. Wenn ich den Laden nicht kriege, ist es nicht zu schaffen. Wir Verflucht. sollten 5 habe hier ich noch. den Stand oben in der waagerechten Reihe öffnen müssen. Ja, hier, ne? Kann ich aber Oder nicht. da Ich den. habe ja keinen vierten. Ich kann da keinen eröffnen. Ich kriege ja keinen vierten. Das ist das Problem. Ich kriege keinen vierten Wir Stand. hätten auch irgendeinen Stand da eröffnen können, nur dass da vier drin stehen, damit du dann Ja, aber ich den hätte halt Vierer gern abge. Ich auch erkennen das als. kann ich ja eigentlich immer noch machen. Ich kann da immer noch einen Stand Ja. reinbauen. Ich hätte halt gern meinen gehabt, weißt Ja, das Das ist bitter. hätte, Ja, hätte. hätte Fahrradkette. Es hätte mal Ja, eben. maximale Kohle beschert, weißt du? Ja, das leuchtet mir schon ein, aber. Aber hilft nichts. Na gut, muss ich machen. Also ich baue für 4 da oben einen rein. Natürlich den Fisch. Zack. Kostet mich klar 4 Cash. Ich krieg bald. Oh, das habe ich jetzt da falsch reingeworfen. Ja, ist egal. Ja, ich mache Minuspunkte, ey. Ich mache Minuspunkte. Oh, ist das bitte. Shahi, das gibt's nicht. Kein Fleischstand. Ich mach gleich einen Rage-Quit, ich sag's euch. Ja, ich muss den Vierer bauen, hilft ja alles nichts, ne? Mehr bringt er Vier. nämlich. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viermal die 7 sind 28, habe ich richtig gerechnet? Vier, Ja. Leider nur 28. sechs, und eins. 4 mal 7. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 3 mal 7, ja, 21, 28. Oh, 7 mal Viermal 4, sieben. Mann! Ja. Also 20 habe ich, dann ein Fünfer und nochmal 3, 1, 2, oh, da ist der Fünfer, der war falsch. Ja, so ist das Spiel. War noch ein Fünfer, habe ich den immer falsch reingeworfen oder was? Ja. So, jetzt sind wir bei 28. Nee, sind wir nicht. Der Fünfer fehlt. Alter Vater. Ich habe einen Fünfer zu viel weg. Zwei Zehner an Fünfer und drei Einser sind 28. Jetzt passt. So, wie viel habe ich noch übrig? Eins, zwei, drei, vier. Ein bisschen was könnte ich noch tun. Da Das geht Problem ist noch. nur, es gibt halt keine Dreier. Ne? Ich hätte gern Dreier gehabt. Das wäre natürlich echt sinnvoll, aber wo kann ich denn? Ich kann nur noch hier anlegen. In dieser Zweierreihe. Das heißt, ich muss jetzt Dreier erstmal. drüber. Ja, ich muss hier erstmal sehen. Ich kann hier Zweier. Ich kann hier kann ich einen Dreier anlegen und gucken, dass ich einen ordentlichen Dreier bekomme. Ja, da ist einer. Sehr schön, guck. Das war wichtig. So, den Dreier kann ich hier anlegen. Ich könnte ihn aber auch hier anlegen, wenn ich das dann noch schaffe. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim nächsten Zug eins kommt? Ich würde sagen, einen probiere ich noch. Welcher ist denn am Sagen Sie, die günstigsten? Wahrscheinlichkeit liegt bei 10%. Ja, ist wohl wahr. Der kostet mich 4. Der hier kostet mich tatsächlich nur 3. Dann setze ich hier einen rein. Der kostet mich nur 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ja, da setze ich rein. So. Für 3 Einzelne. 1, 2 und 3. Ich ziehe einen nach. Natürlich einen, der mir nichts bringt. Das ist schon klar. Endlich. Jetzt kommen wieder die 3 Tomaten. Halt. 1, 2, 3. So, und jetzt brauche ich Glück. A little bit of luck. Come on.
Oh no! Okay, it's not my game. Definitely not my game. Oh, I can't believe that. Ist doch ein Witz. Ey, komm, das gibt's doch nicht. Wie viel habe ich noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sind noch frei. Ich wollte eigentlich den Dreier hier hinbauen, dass ich wenigstens ein bisschen was davon habe. Wie viele Dreier gibt es denn pro Typ? Das sind 5 drin, 6, 7, 8, nee, warte mal, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es gibt 10 Dreier und wie viele Sorten an Läden? 5 waren es, ne? Das wären 2. Ja, es gibt nur 2 Dreier. Es gibt nur 2 Dreier. Oh je, oh je. Es gibt pro Typ nur 2 Dreier. Das heißt, das ist schon der letzte Dreier. Vermute ich mal, ne? Wo es sind immer 2 drauf. Das heißt, es gibt doppelt so viele. Es gibt 4. Ja. In jeder Kombi gibt es den einmal. Ja. Also sind auch 5-mal sogar. In jeder Kombi einmal. Na, aber bei 10 Karten. 5, ja, stimmt, 5-mal. Ja, ja. 10 Karten, 2 Kombinationen, 5. Okay, dann kann ich, könnte ich es eigentlich probieren, ne? Scheiße. Ach komm, was soll's. Ich baue den hierher. Gibt mir natürlich nur 3, ne? Ist klar. Oh, bitte. 1, 2, na, gehst du drauf. Und 3. Oh, ist das bitte. Ja, Thomas, läuft. Es läuft wie geschnitten Brot, hey, ich sag dir. Ja. Ja, ist echt bitter. Ich müsste noch einen Laden bauen, aber ich bin mir sicher, da kommt wieder keiner. Ah, jetzt ist eh schon wurscht. Ich kann das Ziel eh nicht mehr erreichen. Hier, wenn ich hinbaue, zahle ich 1, 2, 3, 4. Hier, wenn ich hinbaue, zahle ich 4. Hier, wenn ich hinbaue, zahle ich 4. Hier, wenn ich hinbaue, zahle ich aktuell 3. Das heißt, ich baue hier hin und das sind ja alles Minuspunkte, ne? Ist klar. Du kannst ja auch aus dem Beutel die, den neuen nehmen, ne? 1. Wie meinst du? Zufällig? Ja. 2. Steht das irgendwo? Habe ich noch nicht gelesen. Ich meine schon. Das was denn? Meine ich. Ehrlich? Das geht. So ist man. Halt aus der Dreier Auslagen kannst du auch einen. Soll ich mal probieren? Haha. Bad luck. Hat geklappt. Aber schon nicht verschlechtert. Also. Nicht verbessert und nicht verschlechtert, ja. Timo sitzt gerade auf Arbeit und kann nicht immer mitlesen. Ja, die Jungs haben sich wegen meiner Drohungen so sehr beeilt, dass ich als Nichtspielerin bei deren Zügen gar nicht mehr mitkam. Ja, ja. Was heißt Nichtspielerin? Wenig Spielerin. Es ist ja nicht so, dass du nicht spielst, ne? Oder nicht spielst, dass du schon nicht spielst. Ah, egal. ja. Ich sehe echt schwarz, ne? Ist mir jetzt wurscht, ich probiere das einfach. 1, 2, 3. Wenn ich hier einen reinbaue, zahle ich 4. Aber ich zahle aktuell überall 4. Hier unten würde ich 4 zahlen. Da hilft dir nichts. Komm, ist wurscht. Ich baue hier einen rein. 1, 2, 3, 4. Ich gebe einen 5er ab und kriege einen wieder. Oh Mann. Das ist ja ein richtig schlechtes Ergebnis. Aber ganz. Also als. Aha, schau mal, ich habe einen. Hey. Ja, jetzt bringt man noch was. Obwohl, ich brauche wieder einen Dreier. Naja, schauen wir mal. Okay, ich baue den hier rein. So. Ja, und nutzt halt die Zweier, die da sind, ne? Kostet mich 4. Ja, leider. Das habe ich 2, dann gebe ich einen 10er ab. Ich habe bald kein Geld mehr, ne?
5. Der nutzt die Zweier, die da sind. Ja. Nützt ja nichts. Und einen hilft nichts. Nee, nee, ist schon klar. Und der Punkt raffeln jetzt. Das ist wohl wahr. Also ich werde hier erstmal einen 2. Ja, aber ich will trotzdem. Ich kann ja noch einen Dreier bauen. Schau mal. Ich kann hier einen Dreier bauen. Und dann habe ich nämlich jetzt einen. Siehst du es? So, jetzt, wenn ich hier reingehe mit einem Dreier, bekomme ich 1, 2, 3, 4. 3 mal 4 sind 12. Immerhin. Zack. Immerhin nochmal 12 gecasht. So, achso, ich darf wieder einen ziehen. Natürlich kein Hähnchenstand. Wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 4 habe ich bisher. Wie viele gibt es? Ich glaube mehr, ne? Naja, es gibt noch welche. Also da liegen noch zwei. Ich vermute, es gibt noch einen Stand. Also würde ich schauen, dass ich noch einen Dreier unterkriege. Ja, da ist er. Das heißt, den, nicht, oh, das war falsch, den baue ich hier hin. Und den Dreier baue ich hier hin. Zack, kann ich nochmal abgrasen. Drei wieder, 1, 2, 3, 4. 3 mal 4 sind wieder 12. Naja, das Beste noch gerade raus machen. Ja, ja. Hilft nichts. Also es wird nicht berauschendes Ergebnis. Im Gegenteil, unterirdisch. Hilft ja nichts. Ne? Ja, jetzt kann ich hier den Zweier reinbauen. Zack. Darf ich überhaupt noch? 1, 2, 3, 4. Es gibt ja nur noch 4 freie Felder. Ne, 5. Hier unten ist noch eins. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Also ich gehe mit dem Zweier hier rein. Das heißt 1, 2, 3, 4, 2 mal 4. Oder? Ja, 2 mal 4 ist 8. 5er. Ach komm. 1, 2 und 3. Und den hier kann ich auch noch nehmen. Hier drüben rein. Nochmal das gleiche. 1, 2, 3, 4. 2 mal 4 sind wieder 8. Ich nehme jetzt mal einen 10er und gebe 2 ab. So, dann wird der hier rüber geschoben. Natürlich kein Glück. Wie viele Freie habe ich noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Freie habe ich noch. Das heißt, ich versuche es einfach. Ich könnte ja hier noch einen hinlegen, um wenigstens ein paar Punkte zu kriegen. Ich versuche es. Ich nehme den hier. Ja, kein Glück. Okay. Das ist so. Den bauen wir mal hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal darf ich noch. Und dann ist es schon vorbei. Also es nutzt mir nichts mehr. Ich kann kein Geld mehr verdienen. Aber wäre auch keiner gekommen. Okay, gut, das war's. Mehr ist nicht rauszuholen. Ganz, ganz schlechte Runde. Sebastian, der Sebastian hat es einfach gemacht, ohne zu wissen, ob es erlaubt ist. ja, war nicht viel. Wie viel haben wir denn? Ich habe 40, 50, 58 Punkte, um Gottes Willen. 80 brauchst du, um einen Punkt zu bekommen. Ja, unterirdisch. Aber das, was der Julian auch geschrieben hat, es ist doch etwas glücksabhängig. Man muss gut planen. Ich denke, so schlecht wäre die Planung gar nicht gewesen. Ich hätte den 32er geschafft mit 4 hier oben. Definitiv. Aber okay, hilft ja nichts. Ja, hätte Fahrradkette. Die Läden, die Stände, für die ich mich entschieden habe, kamen einfach nicht. Und ja, dann hast du keine Chance, auf die 80 Punkte zu kommen. Das ist schade. Hätte es überhaupt. Sagen, da hätte es noch einen gegeben. Der wäre enorm gut. Der was? Der Solo? Ja, ja. Der Solo-Modus hier. Ja. Schau mal, da guck das an. Jetzt! Da kommt der Scheiß. Jetzt! Schau mal! Zwei hätte ich noch kriegen können. Also, überleg mal. Enorm reizvoll. Also. Da, der dritte. Okay, gut, relativ spät. Okay, drei wären noch möglich gewesen. Überleg mal, wenn ich die hier noch untergebracht hätte. Das hätte richtig gemädert. Ja. Aber wie gesagt, also ich finde den Solo-Modus enorm reizvoll. Ja, definitiv. Ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Also, das wäre der erste. Wir gucken uns nochmal an. Gehen wir kurz durch, was es alles noch gibt. Das war The Specialist. Also, nur mit einem Typ Stand darf man Geld verdienen. Dann gibt es hier das Long Game. During this challenge, play as usual. Also wie normal. For your final score. You are only allowed to count money you earned from customer ties with 4 customers. Ui.
Wow, das braucht noch mehr Planung. Also das heißt, du musst zwei Stapel bilden. Nur das Geld, das man über vierer Besucher bekommen hat, vierer Customer, darf man für die Final Score hernehmen. Hui. Okay. Wie viel Geld musst du dann haben, um das zu 55 bekommen? für einen Fame-Point, 55. Okay. 60 oder 70 für 1, 2 oder 3 Fame-Points. Okay. Puh, ja, Ah, es hat es in sich. das mal. Ja. Dann haben wir hier noch Catering to Couples. Set up the game as usual with the following changes. Discard the tiles showing 3 and 4 customers. During this challenge, you may build at most 2 stands in any row or column. Also, man darf keine Dreier- und Vierer-Besucher verwenden. During this challenge, you may build at most 2 stands in any row or column. Oh. Wie kommst du denn da auf 70 oder 80 Punkte? Keine Ahnung. Aber gut, du darfst ja alle werden, also alle Ja, vier. du darfst alle werden, aber überleg mal. Muss halt geschickt platzieren. In Reihe und Spalte nur zwei Stände. Das heißt, du musst erst mal gucken, dass du die Customer außenrum platzierst und dann reinbaust. Weil du ja Ja, quasi, du muss musst, immer versetzt du, bauen. ja, du musst erst außenrum die Customer bauen, würde ich jetzt vorschlagen. Und dann baust du einen Laden rein, weil in dem Moment, wo du einen Stand reinsetzt, nee, du kannst keinen Customer außenrum bauen. Der muss den Bedarf decken, oder? Wie war denn das? Nee, dann. Customer, muss ich mal kurz Das muss ich schon nachlesen. vorher bauen. Earning money, open a Das hat. stand, restaurant, bring customers. Hier, you can only place customer tiles at the entrance of a row or column with a number of stands equal to greater than. Du musst einen Stand bauen, sonst kannst du keinen Customer reinbauen. Aber du Ich baust den muss ja. ersten Stand, dann einen Customer, dann den zweiten Stand, dann den zweiten Customer. Du musst immer abwechselnd machen, dass du das voll ausnutzen kannst, ne? Dass du quasi mit deinem zweiten Stand den ersten Customer nochmal abkassierst Ja. und dann mit dem zweiten Customer beide Stände hast. Oh, das ist heftig. Also, Respekt. Okay, was gibt's noch? Third Wheel. Set up the game as usual with the following changes. Discard the tiles showing 1, 2 and 4 customers. Also es gibt nur die Dreier-Customer. You will only be using the 3 Customer Tiles. Start the game with 4 Coins. Oh, da gibt es 80, 90 oder 100 Coins. Ja, genau. Dann haben wir den Last Call. Set up the game as usual with the following changes. Discard all the Customer Tiles except one random of each. Du spielst nur mit einem Customer pro Typ. 1, 2 und 3 und 4. These are the only customer ties available of the game. Ach nee, du kriegst 4 Vierer. Okay. Ein Einser, ein Zweier, ein Dreier und 4 Vierer, aber random. Du darfst sie nicht raussuchen. Mit einer Spezialregel: To score any fame points, you must bring in at least 3 of the 4 customer ties. Oh! Und um überhaupt Fame Points zu bekommen, musst du 3 der 4 der Vierer Customer ausspielen. Respekt. Agendo, grüß dich. Die Solo-Modi sind wirklich interessant, ja, und sehr herausfordernd, das kann ich jetzt schon sagen. Customers in Queue gibt es noch, die Nummer 6. Set up the game as usual. Discard all the customer ties except one each of 1, 2, 3 and 4 customers. These are the only customer ties available for this game. Begin the game with 2 coins. Special rule. Customer ties can only be placed if the row or column contains all their. Alle Customer weg, bis auf einen pro Typ. 1, 2, 3 und 4. Und du darfst die Customer nur reinbauen, wenn beide Typen matchen. Ja, ist klar. Ich bin gespannt, wie sie das noch steigern jetzt. 7. The Crowded Mercado. Set up the game as usual with the following additional step. Fill one side of entrances with one customer tile.
moving clockwise, fill the next side with 2 customer ties, then the next side with 3 customer ties, and the last with 4 customer ties. You should end up with the 1 customer ties facing the 3 customer ties. Das heißt, du legst am Anfang alle Customer Ties aus, reihum. Mm-hmm. You earn money when placing stands just as in the standard game, but you don't earn money for 2, 3, 4 Customer Ties until 2, 3, 4 stands are in the row and column. Wow, der ist auch geil. When this appears, der ist geil, ja. The Customer Ties earns you money for all stands in the row and column. And any new stands you place in the wrong column. The game ends after the turn in which you have placed your 8 stands. Aha, da haben wir es schon, ne? Weil wir schon überlegt haben, wofür braucht man diese 8? Da darfst du nur 8 platzieren, alles klar. Dann haben wir die 8 Pub Crawl. After placing all restaurants face down on the board, place the remaining pub in front of you. In this challenge, you are not allowed to place stands or pubs on spaces occupied by any restaurant. Except for the pub, the other restaurants impede your placement of stands and pubs. After placing all restaurants face down, place the remaining pub in front of you. Okay, das ist noch klar. You are not allowed to place stands or pubs on spaces occupied by any restaurant. Except for the pub. Das Pub ist eine Ausnahme. Okay. Ui. Also du darfst nicht auf die Restaurantteile gehen, nur aufs Pub. Das heißt, die Restaurantteile verhindern, dass du dort einen Stand hinbauen kannst. Wow. Und der letzte, der 9. Marquis de Lisboa. Oh, der hört schon schlimm, der hört sich schon schlimm an. Set up the game as usual. Place a random 1 customer tile in the 1st, 3rd and 5th entrance on one side of the board. Okay, das ist soweit noch klar. Customer placed later in the game follow the normal rules with the exception that you cannot add any more customers to same side as the 3 starting customer tiles. Okay, nochmal durchlesen. Customers placed later, also spätere Besucher, werden über die normalen Regeln platziert, mit einer Ausnahme. That you can not add any more customers to the same side as the 3 starting customer tiles. Okay, das heißt, dort oben, wo die 3 Customer gebaut sind, kann ich in die 2 freien Felder nichts reinbauen. You can build stands only on these 3 columns and only of the types matching the 1 customer tiles. This rule is meant to imitate the rule in Lisboa regarding the different types of streets. Ja. You are allowed to place restaurants in any column. Boah, der ist auch hart. Vor allem mit sowas 110 Punkte, na, da bin ich gespannt. Ob ich das jemals schaffe, wage ich zu bezweifeln. Ja, richtig heißes Teil. Es ist auch dann in der Solo-Regel hier unten die Score-Table mit drauf, wo man seine Punkte entsprechend eintragen kann. Cool. Richtig cool. Ja, so viel zu dem Spezial zum Kickstarter-Launch von Mercado de Lisboa. Ihr seht schon, ein geiles Spiel. Also ich bin begeistert davon. Es macht mir richtig Spaß. Die Solo-Challenge ist eine richtige Challenge. Selbst die erste. Okay, es ist etwas glücksabhängig. Keine Frage. Aber man kann ja nochmal beginnen. Es ist ja nicht so, dass ich dann durchziehen muss. Ja? Geht ja. Ohne Frage. Ja, geiles Teil. Ich freue mich drauf, wenn es nächstes Jahr dann auf den Tisch kommt. Bis dahin hat man natürlich die Möglichkeit, über Tabletopia zu spielen, sowohl den Solo-Modus, wie hier geschehen, als auch das Mehrspielerspiel. Und wer das gerne mit uns, mit mir, mit einem anderen auf meinem Discord machen möchte, dem sei nochmal ans Herz gelegt, kommt rüber, kommt rauf auf unseren Discord, spielt mit. Wer das möchte, schickt mir bitte eine Mail oder eine Message über Facebook, Instagram oder Twitter. Dann kriegt ihr eine Einladung auf meinen nicht öffentlichen Discord-Server. So, dann in eigener Sache. Was gibt's noch alles? Morgen gehe ich mal wieder fremd. Ich habe mal wieder Bock zum Kochen. Das heißt, morgen Abend, Crazy Friday, werde ich kochen. Und zwar gibt's Camembert-Hähnchen, also Camembert-Schnitzel. Hähnchenschnitzel in meinem Fall. Man kann aber auch irgendein anderes Fleisch nehmen.
mit Rosmarinkartoffeln. Freue ich mich schon drauf. Leckere Sache. Und Rezept bzw. die Zutaten stehen jetzt schon unter dem Video. Wer gerne live mitkochen möchte, kann das natürlich machen. 19:30 Uhr geht's los. Ihr dürft mich natürlich währenddessen auch gerne fragen. Es ist wie auch das Spiel selbst. Interaktion ist top. Deswegen haut raus, was geht. Ja, dann Sonntag, unser Finale, das große Finale der Rallye Man GT Championship. Unsere Season 1, also 2020, geht zu Ende. Letztes Rennen, ja, etwas wehmütig, hat richtig viel Spaß gemacht. Mal sehen, was läuft. Es ist knapp. Theoretisch kann ich gewinnen, theoretisch kann aber auch der Sebastian gewinnen. Theoretisch jemand anders außer der Sebastian? Nein, ich glaube eher nicht, oder Björn? Nee, wenn du 8 Punkte kriegst, bist du bei 49, oder? Ich kann dich nicht bewegen, glaube ich. Genau, ne? Ich glaube auch. Der Daniel hätte eine Chance gehabt, wenn er mitgespielt hätte am letzten Sonntag, je Ja. nachdem, wie er platziert worden wäre. Aber der ist raus. Der ist ja leider raus aus dem Rennen. Also es geht um den Sieg zwischen mir und Sebastian, wird ein heißes Rennen. Wir fahren den Francorchamps in Belgien, den großen Grand Prix von Belgien. Freue ich mich schon drauf. Ja, Finale. Was gibt's noch für die Woche drauf? Ich plane am Donnerstag einen neuen Kickstarter vorzustellen, der zwar noch nicht als Kickstarter läuft, aber ein sehr interessantes Spiel, wie ich finde. The Fog, Donnerstag 20:30 Uhr, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube Donnerstag, wird interessant. Ist in Logik, Wettrennen, so ungefähr. Ja, Kombinatorik ist gefragt. Muss man sehen. Es sieht echt interessant aus. Deutscher Autor, bin ich gespannt. Der wird, wenn es zeitlich passt, auch beim Stream mit dabei sein und uns Rede und Antwort stehen. Freue mich schon drauf. Ja, und dann würde ich sagen, war es das fürs Erste. Monty, da Sebastian und ich punktgleich sind, können wir Ja. dich beide noch. Ihr seid punktgleich? Okay, dann könnt ihr beide. Also es sind Dreierinnen, alles klar. Kopf an Kopf, drei Personen. Ihr habt Gleichstand, genau. Und ich hatte es nicht auf die Tabelle geschaut. Ja, cool. Klingt nicht kompliziert, Timur. Nee, ist nicht kompliziert, aber sehr kopfig. Also man muss schon ein bisschen überlegen und gut planen, was macht man und was setzt man wohin. Ist aber abhängig ein bisschen mit vom Glück, wie zieht man die Stände nach. Ja, aber was so ist. Timur, wenn es nicht schmeckt, sag Bescheid, dann schicke ich zum Trost Lindor-Kugeln. Ja, der war gut. Silvia, ja, er hat das auch schon gekocht. Insofern Samstag koche ich Blätterteigstrudel mit Lachsspinatfüllung. 8 Kollegen waren Versuchskaninchen vor ein paar Tagen und haben es überlebt. Das wissen wir noch nicht. Also eigentlich wollten wir 2 Wochen warten, ob sie es überleben, aber okay. Ja, es ist so. Ja, ich habe einfach mal wieder Bock auf Kochen. Ja, hilft nichts. Ja, wie immer, mir hat es Aber sehr viel hört sich Spaß. gut an. Ja, ich hoffe, es schmeckt wirklich gut. Ich habe es schon gekocht. Also ist auch nicht schwer. Ihr könnt, auch wenn ihr euch nicht auskennt mit dem Kochen, ihr könnt da gerne mitkochen. Es geht. Kein Problem. Ja, an der Stelle würde ich sagen, bin ich da mal raus. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Björn, Matthias und Thomas sind ja nicht mehr da. Danke fürs Mitspielen. War mir wie immer eine Freude. Und ja, wir sehen uns spätestens am Sonntag wieder zum Rennen. Und ja, jeder, der morgen Abend dabei sein möchte, kommt dazu. Je mehr, desto mehr Spaß macht es, ganz klar. Ja, an der Stelle habe die Ehre, wünsche euch was. Schönes Wochenende, wenn wir uns nicht sehen. Ja, Like da lassen, abonnieren, weiterempfehlen. Aber ihr kennt euch ja mittlerweile aus. Und ihr dürft mir gerne kommentieren, ob ihr Mercado de Lisboa auch als Kickstarter unterstützt. Würde mich interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt bin ich endgültig raus. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.